Damit soll also hier kurz nur eine Seitenbemerkung gemacht werden, die vor allem in den immer wieder auftauchenden Angsthysterien der Menschen von Ansteckungsbedrohlichkeit, wie ja die moderne Schweinegrippe momentan eine besondere Spielwiese wieder zu werden scheint. Ich empfehle euch hier mit großer Gelassenheit entsprechend damit umzugehen, denn wenn du aufgrund deines eigenen energetischen Grundfeldes, also deines Milieus, das also nicht nur grobstoffliche, sondern auch feinstoffliche Substanz ist, wenn also das Milieu nicht die Voraussetzung hat, dann kannst du dich nicht anstecken, weil damit faktisch die Voraussetzung der Mutation einer solchen Initiation, die Ansteckung selbst, ist im Prinzip ja nicht ganz falsch. Weil natürlich damit ein von außen herkommender Initialimpuls, Tröpfchen, Ansteckung, wie das immer auch genannt wird, wodurch auch immer es geschieht, das ist im Prinzip schon richtig. Nur, es wird nicht angesprochen, dass beim einzelnen Menschen das entsprechende Potenzial vorhanden ist, die auf diese Ansteckung sofort reagiert. Und aus diesem Grunde, das ist ja so ja eine recht an sich gut bekannte Weisheit, wird aber aus nachvollziehbaren Gründen primär wirtschaftlicher Natur, und ich habe ja gestern auch kurz angesprochen, die Lobbys bestimmen die Gesetzgebung, aber nicht nur die Gesetzgebung, sondern die bestimmen auch die sogenannte offizielle Medienmeinung, sodass natürlich in der dreidimensionalen medialen Berichterstattung und Grundinformation von dieser Bezogenheit kein Wort erwähnt wird. Und damit hat man also faktisch ein günstiges mentales Rahmenfeld, wo also bestimmte Angstmuster und natürlich dann im wirtschaftlichen Interesse, man kann damit Unmengen von Tamiflu produzieren, das im Prinzip also gleich auch entsorgbar ist. Also lassen wir Ihnen diese Freude, das gehört zu unserer Spielwiese dazu.